Leute und herzlich willkommen zu Brawl Stars. Wie nennt man's? Durch den Wunsch eines Abonnenten spielen wir mal Brawl Stars. Und als erstes möchte ich euch meinen Club zeigen. Der heißt die Gurken Gang und ja, ich würde mich freuen, wenn jemand beitritt. Ansonsten meine Brawler. Erstmal die ganz normalen. Dann habe ich hier Jessie, El Primo, Barley, Rosa, Poco, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Pam. Pam habe ich erst gestern bekommen. Spike und Crow. Ja, die habe ich beide durch solche Kisten bekommen. Also solche, die man damals bekommen hat, die lilanen, nach 10 Tagen spielen. Und ich würde sagen, ich wechsle mal zu Spike und dann spielen wir mal alle gegen einen. So, und ich würde jetzt schon mal sagen, wenn ihr mehr Brawl Stars sehen wollt, lasst ein Like da und bei 3 Likes, dann kommt ein neues Brawl Stars Video. Oder wenn ihr was anderes sehen wollt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Bin offen für Vorschläge und ja, schreibt Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und genießt das Video. Ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in die Gurken Gang kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir euren Lieblingsbrawler in die Kommentare. Also meiner ist Crow. Und den besitze ich sogar. Also finde ich sehr, sehr cool. Hab mich auch mega gefreut, wo ich den bekommen habe, weil es war mein erster legendärer Brawler. Der hätte nicht hier reinkommen, hier hinterkommen sollen. Und wenn ihr in meinem Club seid, können wir auch gern mal zusammen spielen. Müsst ihr halt nur dann schreiben. Und dann sehen wir, was sich machen lässt. So. Achso, und schreibt mir in die Kommentare, soll ich mehr Brawl Stars machen? Oder doch dann lieber War Robots? Würde ich gern wissen. Und ja. Okay, das werden wir jetzt verlieren, aber ist ja nicht schlimm. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Es kommt entweder Brawl Stars oder War Robots, weil ich habe nicht so viel Zeit zu momentan, außer am Wochenende, da habe ich mehr Zeit. Aber morgen ist wieder Montag und dann geht für mich wieder Schule los und ja, also dann habe ich wieder Schule. Ich habe jetzt schon die ganzen Wochen Schule. Und ja, dann habe ich auch nicht so viel Zeit für Videos. Und deswegen kommen wahrscheinlich die Woche nicht so viele Videos, deswegen Brawl Stars oder War Robots. Oh. Oh oh. Ah, zum Glück hat Brock uns gerettet. Oh, da liegen ganz viele solche Powerpoints. Und der Roboter hat sogar für uns alles erledigt. Nice. Perfekt. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug Spike gespielt. Spielen wir mal Shelly. Und zwar im Juwelenjagd-Modus. So, let's go, wie sie schon sagt. Ups.
Habe ich auf Versehen geschossen. Oh. Eieiei. Den Daryl holen wir uns. Perfekt. So, Shelly ist richtig gut im Nahkampf. Oh, Mist, ich wollte eigentlich meine Ulti einsetzen. Ist aber ein wenig zu spät gewesen. Rico ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, ich hole mir mal Daryl, zumindest versuche ich's. Der hat nämlich 5 Punkte. Ich muss nah rankommen und jawohl. Noch einen Punkt und dann haben wir 10. Oh, 5.700 Leben hat der. Halte durch. Oh, ich habe 10. Ich muss mich jetzt hier verstecken. Ja, verstecken ist für mich keine Option irgendwie. Deswegen gehe ich dann doch lieber noch ein wenig mit drauf. Aber passiver. Perfekt. Und ich bin Starspieler. Juhu. So. Ich würde sagen, wir wechseln Brawler und spielen mal mit Crow eine Runde Tresorraub. Und wir haben sogar einen Spike als Gegner. Haha, er hat den Gifteffekt. Deswegen ist Crow auch sehr nice. Wegen dem Gifteffekt. Und er hat auch im Nahkampf wie eine Shotgun. Ey. Zack. Oh, den haben wir. Jetzt schleiche ich mich mal hier an der Seite lang. Perfekt. Oh, der hat sogar selbst die Wände zerstört. So, komm, jawohl. Ich ignoriere mal den Brock und schieße mal ein paar Mal auf den Safe. Auch wenn wir jetzt 14% im Nachteil sind. Jawohl. Oh, jetzt haben wir sogar Vorteil. Vielleicht kriege ich meine Ulti mal auf den Safe. Hat der Spike uns gar nicht mitbekommen? Oh, ich wollte eigentlich Ulti machen. Hab's aber dann verpennt. Er wollte nur seine Ulti drauf machen, deswegen hat er mich nicht angegriffen. Komm, noch ein Hit. Ah, schade. Okay, wir müssen nur noch verteidigen. Ich glaube, dann gibt's den Sieg für uns, glaube ich. Jawohl, gewonnen. Und ich bin wieder Starspieler, als ob.
Und Level 12. Perfekt. So. Also Leute, wie gesagt, redet gern der Gurkengang bei. Und ja, ansonsten war es das mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Schreibt fleißig Kommentare. Und ja, ansonsten war es erstmal mit der ersten Folge. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag wünsche ich euch noch und ciao.